Er sei ein Spinner, sagen die einen, die anderen erblassen ganz einfach vor nichts. Der Roman Holter ist heute auf China abgefahren und das mit seinem TÜV. 20'000 Kilometer will der Nidwalder zurücklegen bei diesem Abenteuer. Rachel Spierig hat ihn kurz vor seiner Abreise noch getroffen. Die letzte Testfahrt für den Roman Holter aus Ennetmoos. Das Ziel des 38-jährigen Nidwaldner, China. Heute soll es losgehen. Mit 5 anderen TÜV-Freunden startet er sein Abenteuer im fernen Osten. Am meisten Bedenken werde ich mit der Hitze, die wir in Pakistan, Iran werden haben, wahrscheinlich auch in Türkei. Also wir kommen dort Süden eigentlich heim. Und wenn es dort wirklich heiß ist, dann werden wir fast verrecken auf dem TÜV. 20'000 Kilometer will er zurücklegen. Die Reise mit seinem TÜV geht durch 14 Länder. Jetzt müssen noch die letzten Sachen gepackt werden. Landkarten hat er genug. Noch fast wichtiger ist nur etwas. Auf keinen Fall vergessen, es gar nicht die Passage, Zolldokument. Also das ist sicher etwas vom Wichtigsten. Und der Pass, das ist das Goldkärtchen. Wenn man den verliert oder wenn man den nicht hat und der ist vorbei, dann ist es gelaufen. Bevor es losgeht, gibt es bei den Eltern daheim noch einheimische Kost. Älplermagronen mit Äpfelmus, das gibt es in China sicher nicht. Die 11-jährige Julia ist stolz auf ihre Götti. Also ich freue mich auf ein Souvenir und ja und so, ja, dass er wieder kommt einfach. 13 Wochen hat der Ennetmoser Ferien nehmen. Zurückkommen wird er Ende September. Den abenteuerlichen China-Trip organisieren hat er schon im letzten Oktober. Fremde Länder kennenlernen, fremde Kulturen. Das eben schon auch mit Strapazen verbunden. Es wird keine Schlecke sein, die Reise, das bin ich mir bewusst. Aber das ist die Herausforderung, das Abenteuer. Ich brauche das jetzt einfach im Moment, ja. Letzte Abschiedsküsse und Ratschläge von der Familie Holter. Dann geht's los. Nächster Treffpunkt mit den Kollegen ist am Bodensee. Morgen geht's ab nach China.